den Deutschen Buchpreis 2014 für den besten Roman des Jahres verleiht die Börsenverein des Deutschen Buchhandelsstiftung an Lutz Seiler für Kruso. Herzlichen Glückwunsch. Für jemanden, der bisher vor allem Gedichte und Erzählungen gemacht hat, ist das heute Abend hier im Römer ein sehr großer Bahnhof. Man wünschte sich, er wäre auch noch groß genug dafür, 6 Züge gleichzeitig einfahren zu lassen. Jeder Bahnsteig wäre gut gefüllt mit Reisenden in Literatur, die genau auf diesen Zug, auf dieses Buch gewartet haben. Der Kruso-Zug würde gezogen von der Surkamp-Lokomotive, ein altgedientes, dunkelblaues Schlachtross, das schon ganz andere Reisen gemacht, schon ganz andere Lasten bewegt hat durchs Land, mit Hilfe seiner 128 Heizer. Genau so viele Mitarbeiter zählt dieser Verlag, mit dem ich seit 15 Jahren und 7 Büchern unterwegs bin. 6 Bahnsteige, 6 Züge oder 20 Bahnsteige und 20 Züge. Erst dann wäre es der Bahnhof einer Metropole, groß genug zur Versorgung mit einer Literatur, die notwendigerweise von ihrer Vielfalt lebt und nicht anders existieren kann als in der Fülle ihrer Möglichkeiten. Gar nicht auf der Liste erscheinen die Gedichte, weder die neuen Bücher von Thomas Kunst aus Leipzig, noch von Farhad Shoghi aus Hamburg oder von Nadja Küchenmeister aus Berlin. Ja, ihre Literatur steht tatsächlich konkurrenzlos da, in diesem, aber auch im allerbesten Sinne, auf einer Höhe, nach der sich manches Stück lange Prosa nicht einmal zu sehnen wagt. Ich danke den 128 Heizern für ihre unermüdliche, großartige Arbeit in der Presse, der Werbung, der Herstellung, den Lesungen, der Rechte, dem Lektorat und so weiter in allen Bereichen. Namentlich möchte ich meiner Verlegerin Ulla Unseld-Bjerkiewicz danken, die über alle Jahre nie den geringsten Zweifel daran gelassen hat, dass ihr die Gedichte genauso wertvoll sind wie die Romane. Und ich danke meiner Lektorin Doris Plöschberger. Doris. Mensch. Ja. Die sich für den Roman bereits eingesetzt hat, als von Kruso noch nicht viel mehr als der Titel zu sehen war. Jenseits aller Danksagungen danke ich meiner Frau, ohne die es dieses Buch nicht gegeben hätte. Ihr ist es gewidmet. Ich danke der Jury, dem Börsenverein und allen, die zu diesem wertvollen Preis beigetragen haben. Die Freude ist groß. Ich danke Ihnen.